Wir sind da auf 2600 Meter Seehöhe und heute gehen wir miteinander Skifahren. Gehst mit? Wir fahren zu einer ganz alten Jägerhütte und da schauen wir uns an, wie kann ich im Alltag gut drauf sein. Du kennst doch sicher Menschen, die was so von innen heraus strahlen. Was gibt es da für Praxistipps, die was du in den Alltag integrieren kannst? Und wie kann ich damit umgehen, wenn Leute um mich herum überhaupt nicht gut drauf sind? Und ich habe gehört, in der Nähe von der Jägerhütte, da gibt es von früher noch ein ganz altes Blumsklo. Und das werden wir natürlich suchen und das schauen wir uns an. Also, auf geht's! Das ist doch eine kuschelige Hütte da hinten, hä? Wir haben da mal reinschauen dürfen, weil der Pächter war da zufällig. Und du wirst es nicht glauben, da ist ein Stockbett drinnen, eine Küche ist drinnen, ein Ofen. Alles, was das Herz begehrt. Und da vorne draußen, das ist jetzt halt alles voll Schnee, aber vorne draußen, da hat uns noch einen Tisch und eine Bank. Und das ist doch ein Wahnsinn da, das ist doch faszinierend. Wir sind da an der Waldgrenze auf ca. 1800 Meter Seehöhe. Was ist es jetzt, was uns hilft, gut drauf zu sein? Schauen wir uns das gemeinsam an. Ein wichtiger Schritt ist es, sich einmal damit zu beschäftigen, was habe ich alles? Was habe ich alles? Weil, seien wir einmal ganz ehrlich, wir schauen doch meistens auf das, was uns noch fehlt. Wir beschäftigen uns im Alltag meistens mit dem, was wir noch nicht geschafft haben, was wir noch nicht erreicht haben, was wir noch, welche Ziele das wir noch haben. Aber einmal ganz ehrlich, wie oft schauen wir auf das, was wir haben, was schon da ist? Kannst du dir vorstellen, dass nur 8% der Menschen, weltweit, 8% der Menschen haben das, was du und ich, was wir alle als selbstverständlich ansehen? Eben, sauberes Trinkwasser, wir haben was zum Essen, wir haben ein bisschen Geld, wir können was arbeiten, wir sind gesund, wir können uns bewegen, wir haben Freiheit, wir haben Frieden, wir können egal in welche Kirche gehen, wir werden nicht erschossen. In vielen anderen Regionen auf der Welt ist das nicht selbstverständlich. Also, wenn du das alles hast, dann gehörst du zu 8% der reichsten Menschen weltweit. Kannst du dir das vorstellen? Das ist doch sensationell. Also, seinen Blick wieder schärfen auf das, was da ist. Das bringt dich vom Bewusstsein her in die Fülle, in die Lebensfülle, in den Lebensfluss. Das hat gar nichts mit positiv denken zu tun, dass man jetzt nur auf das schauen muss, was man alles hat. Nein, das entspricht der Realität. Ein Baum und jede Pflanze schöpft immer aus dem, was sie hat und nicht, was ihr noch fehlt. Also ein Baum, der kleine Samen oder die kleine Pflanze, die wächst aus der Substanz heraus, aus dem, was sie alles hat. Nährstoffe, Licht, Wasser, das hat sie alles. Und aus dem wächst die Pflanze zum riesengroßen Baum. Und bei dir ist es genau das Gleiche. Wenn du wieder lernst, auf das zu schauen, was du alles hast, nachher wirst du viel mehr schöpfen, als wenn du immer auf das schaust, was noch alles fehlt. Und das haben wir uns so ein bisschen antrainiert. Weil, wenn wir in die Schule gegangen sind, nachher hat der Lehrer, so wie es halt alle Lehrer machen, hat er mit Rot angestrichen, was noch nicht passt, wo Fehler drinnen sind. Und er hat uns nicht gesagt, was alles super ist, was wir machen, sondern er hat gesagt, schau, da hast du noch was falsch und das ist nicht schön und das musst du noch mal neu machen. Bei mir war immer ganz viel rot, weil ich war ein bisschen schulallergisch. Aber da haben wir ein bisschen antrainiert, immer den Blick drauf zu werfen auf das, was uns noch fehlt. Aber Vergangenheit, Schule, wurscht, schauen wir auf das, was jetzt ist. Wir können es jetzt umdrehen, in der Sekunde. Unseren Blick wieder da drauf richten, was wir alles haben. Jetzt ziehen wir wieder ein paar Schwünge miteinander und nachher geht's weiter. Einer von den ganz wichtigen Punkten ist, lern über dich selber zu lachen. Wie man das so früher denkt, man nimmt sich oft so ernst und man glaubt, wie wichtig das alles ist. Man hat wirklich das Gefühl, man ist der Nabel der Welt. Wenn wir lernen, über uns selber zu lachen und selber nicht mehr so ernst zu nehmen und auch immer Streit einmal sagen,
vielleicht bin ich komplett verkehrt, vielleicht bin ich mit meiner Ansicht komplett daneben. Also sich selber nicht so ernst nehmen, da nimmst du der Wichtigkeit extrem viel Schwung aus. Und über sich selber lachen und sagen, was habe ich denn wieder für einen Blödsinn gemacht? Oder, habe ich mich wieder verkrampft oder verkopfe ich mich wieder komplett? Kim, shit happens, scheiß dir nichts, wurscht. Also über sich selber lachen lernen, sich selber nicht so ernst nehmen, ist ein ganz ein wesentlicher Faktor zum Thema Lockerheit, Lebensfreude, Lebenslust und ein bisschen leichter leben. Ich darf sogar sagen, ein bisschen viel leichter leben. Jetzt machen wir wieder ein paar Schwünge und nachher geht's weiter. Und ein ganz tolles Werkzeug, um die Laune wieder herzustellen, wenn man einmal sauer ist zum Beispiel, wenn man einfach schlecht drauf ist. Das ist, wenn man ein Smiley macht, so richtig, und das 60 Sekunden lang macht. Da drückst du mit den Muskeln auf gewisse Nerven und du trickst dein ganzes schlechte Launesystem komplett aus. Das kann man zum Beispiel in der Früh machen. Vor dem Aufstehen, sich als Ritual schon angewöhnen. Oder eben, wenn man sauer ist, sich wirklich einmal eine Minute ausnehmen und diesen da machen. Warum denn nicht? Es bringt dich sofort wieder in die gute Laune und es schadet dir nichts. Also, du kannst dir das Video anschauen, da hat die Vera Birkenbill ein kurzes Video drin auf YouTube, das heißt, in jeder Situation ein Lächeln bewahren oder so irgendwie. Und die beschreibt es da ein bisschen wissenschaftlich, aber auch sehr, sehr lustig und amüsant. Aber ganz einfach diesen Smiley, diesen intensiven Smiley machen und du kommst da hinten auf gewisse Nerven und du trickst dein System aus. Spitze, oder? Muss man sofort umsetzen, kann man gleich probieren, kostet nichts, bringt ganz viel. Und was wir natürlich heute haben, ist Sonne, Sonnenlicht. Sonnenlicht ist zuständig für Vitamin D3. Vitamin D3, das brauchen wir alle, um die gute Laune natürlich zu haben, ist ganz klar. So oft wie möglich rausgehen in die Sonne. Jeder hat jetzt aber nicht immer die Möglichkeit, sitzt oft im Büro oder es ist diesig, es ist die Sonne verdeckt. Und es ist so im Jänner bis Mitte Februar, da ist der Vitamin D3-Pegel am niedrigsten. Und irgendwie muss man den nachher halt zuführen. Also durch Tropfen, natürliche Tropfen zum Beispiel. Und der Robert Franz hat da Vitamin D3-Tropfen. Da kenne ich Leute in meiner Umgebung, die nehmen das und denen tut das wahnsinnig gut. Schau dir das einmal an. Also Vitamin D3 ist zuständig auch für die gute Laune, für die gute Stimmung, für dass es dir gut geht. Und das entweder durch die Sonne direkt, aber die Sonne ist halt im Winter durch die Einstrahlung viel, viel flacher und im Sommer viel, viel stärker. Also im Sommer 10 Minuten so richtig ein Sonnenbad nehmen, ladet unseren Vitamin D3-Spiegel extrem auf. Und im Winter muss man noch mehr in die frische Luft gehen, noch mehr in die Sonne gehen oder eben zum Beispiel durch Vitamin D3-Tropfen seinen Pegel wieder ein bisschen auffüllen. Lässig, so viel Schnee. Da kann man sich richtig baden drin. Echt lässig. Und was kann man jetzt tun, wenn jemand anderer in deiner Umgebung, also in deinem Umfeld, voll schlecht drauf ist und richtig sauer und grantig ist? Du bist eigentlich gut drauf. Hast du das schon mal gemerkt? Ganz unbewusst will dich der andere anzapfen, also anstecken. Und du musst da ganz bewusst sein und musst echt erkennen, hey, das ist der Grant und die schlechte Laune von dem. Hat mit mir jetzt gerade nichts zu tun. Und nicht versuchen, das jetzt zu erklären oder zu verstehen oder dem jetzt helfen wollen, dass er jetzt von der schlechten Laune in die gute Laune kommt. Funktioniert überhaupt nicht. Was kann man tun? Gibt nur eins.
den Schauplatz verlassen. Und zwar innerlich. Innerlich aussteigen aus dem jetzt, aus der Situation innerlich komplett aussiegen. Und sagen, hey, das ist das Thema für dem oder für derjenigen, nicht meins. Mich würde jetzt echt interessieren, wo das Blumsklo ist. Das schauen wir uns jetzt an. Habe ich eine Weile suchen müssen. Da ist Schnee auf dem Dach. He? Stinkt gar nicht. Gut. Und der letzte Punkt ist, um gute Laune zu haben, ist Lachen. Einfach lachen. Und das passt jetzt ganz gut dazu. Wenn das Leben ein Scheiß ist, nachher lach einfach. Eben wie gesagt, nimm dich nicht so ernst. Das ist nicht so wichtig. Sich nicht als den Nabel der Welt sehen, sondern als ein Spieler, einfach der was eine Freude hat auf der Welt, der was einfach gern da ist. Und ich habe mir das also mal ein bisschen ausgeschrieben. Wir lachen circa 6 Minuten am Tag. Ist viel oder wenig. Aber stell dir vor, wenn du das verdoppeln würdest. Weil Lachen reduziert Stress, senkt den Blutdruck, stärkt das Immunsystem, verringert Schmerz, versorgt das Blut mit Sauerstoff. Lachen. Versorgt das Blut mit Sauerstoff. Verbrennt Kalorien. Also an gar alle Frauen. Lachen. Lacht's mehr. Jetzt nicht so viel Hirnen. Lacht's mehr. Männer natürlich genau gleich. Wir würden Kalorien verbrennen. Trainiert die Muskeln. Verbindet. Und das ist eines vom Lässigsten, was lachen kann. Das Lachen verbindet. Baut Beziehungen auf. Probier das einmal, wenn dir jemand ernst anschaut. Nachher lach oder mach ein freundliches Gesicht und du wirst merken, auf einmal lacht er auch. Weil je mehr dass du das teilst, je mehr dass du Lachen und gute Laune verschenkst, desto mehr entsteht gute Laune, Fröhlichkeit für dich selber und für andere.